Das neue Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit wurde auf einer Auftaktveranstaltung in Berlin vorgestellt. Gesellschaftliche Akteure, Vereine und Projekte auf allen politischen Ebenen stehen hinter dem Programm, das für ein freiheitliches, demokratisches und tolerantes Zusammenleben wirbt. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hob in ihrer Grundsatzrede die zentrale Botschaft heraus. Wer Demokratie lebt, wer aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit antritt, der oder die ist Deutschland, wir alle sind Deutschland. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, die Stabilität, die Sicherheit, die Demokratie und die Vielfalt in unserer Gesellschaft direkt bedrohen. Das gilt für den radikalen, gewaltbereiten Islamismus, dem Antisemitismus und dem Rechtsextremismus in besonderem Maße. Aber auch Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, Ultranationalismus, Homophobie oder linke Militanz bedrohen die Demokratie und die Liste ist damit noch nicht vollständig. Sicherheit gibt es eben nicht durch immer schärfere Gesetze, sondern Sicherheit gibt es vor allem durch Prävention. Die bedrohte Gesellschaft stärken. Hier setzen die vielfältigen Projekte an. 179 kommunale Partnerschaften für Demokratie, 16 Landesdemokratiezentren, 90 Modellprojekte und 27 bundeszentrale Träger werden gefördert. Der Verband ist eine Organisation von verschiedenen unabhängigen Antidiskriminierungsbüros, die im Wesentlichen Antidiskriminierungsberatungsarbeit leisten. Das heißt, Menschen, die Diskriminierung erfahren, sei es aufgrund rassistischer Zuschreibung, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, einer Behinderung, Lebensalter oder Religion, Weltanschauung, können in diesen Beratungsstellen konkrete Unterstützung bekommen für ihren Fall. Das Thema, das hauptsächliche Thema ist eigentlich die Auseinandersetzung mit aktuellem Antisemitismus, aber in Verflechtung und Zusammenwirkung mit anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Dazu gehört natürlich der Rassismus vor allem und andere Formen der, sage ich mal in Anführungsstrichen, Intoleranz, die sich mit dem Antisemitismus verflechten und einfach ganz konkret im Menschenleben und mit unserer Gesellschaft auswirken. Der Ansatz ist eigentlich in unserem Verband erstmal selbst. Wir sind ein Verein von jungen Roma und Nicht-Roma, der aber hauptsächlich zum Ziel hat, junge Roma zu stärken in ihrem Selbstbewusstsein und junge Sinti, also alle Menschen, die diesen spezifischen Rassismus erfahren, der auch Antiziganismus genannt wird. Also Dialog macht Schule bildet Studentinnen und Studenten, ausgebildete Akademiker, meist mit eigener Einwanderungsgeschichte zu Dialogmoderatoren aus, das sind politische Bildner. Durch die Abschaffung der sogenannten Extremismusklausel, eine längere Förderlaufzeit und durch die Aufstockung der Mittel um 10 Millionen Euro sollen die Projekte weiter ermöglicht und gestützt werden, betonte die Bundesministerin. Und es geht darum, diese guten Erfahrungen zu stärken, in gute Strukturen zu packen und jetzt mit dem Bundesprogramm dafür zu sorgen, dass diese Initiativen und Projekte, die es ja vor Ort gibt, die Anstrengung, ich will was tun in meinem Dorf, in meiner Stadt, dass wir die finanziell unterstützen und dass die auch darauf vertrauen können, dass sie dieses Geld auch planungssicher bekommen.